Willkommen in Braubach. Hinter mir, wie ihr unschwer erkennen könnt, die Marxburg. Und jetzt habe ich hier vor mir noch einen relativ steilen Anstieg. Ich möchte mir nämlich nochmal diese drei Schornsteine über Braubach anschauen, die man immer so schön vom Rhein aus sieht, wenn man hier in die Richtung schaut. Auf Google Maps, ich glaube, offiziell als Blei- und Silbermine angegeben, soweit ich mich erinnern kann. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Plätzchen und ich freue mich, wenn ich euch mitnehmen kann da hoch. Ist wirklich spannend da. Ja, hier könnt ihr schon das Schild sehen, Betreten der Rauchgaskanäle verboten. Ja, die haben dann den Rauch von den Schornsteinen oben bis hier runter ins Tal in Braubach transportiert. Da hinten kann man sogar ein Stück vom Rhein sehen. Scheint sehr viel Hochwasser zu haben im Moment, aber ist ja auch kein Wunder bei dem, was die letzten Tage so alles Schlimmes abgegangen ist hier. Hier ist allerdings etwas, was ich das letzte Mal nicht gesehen habe. Gibt es da eine Klappe? Und dann steht da metertief das Wasser drin. Tja. Mal davon abgesehen sah es aber jetzt auch nicht so aus wie ein Eingang oder sowas. Dafür war es nicht tief genug. So, ich werde jetzt einfach mal diesem Schild hier folgen. Denn hier gibt es weit und breit kein anderes. Ich kenne mich nämlich auch nicht mehr so hundertprozentig hier aus. Das ist nämlich schon fast, ja, über ein gutes Jahr auf jeden Fall her, dass ich das letzte und erste Mal hier war. Allein, dass der Weg hier so zugewachsen ist und so dicht, beweist mir schon, dass hier oben nicht sehr viele Leute herkommen. Das ist wirklich ein schönes Plätzchen, auch zum Wandern. So, angeblich geht der Wanderweg hier weiter. Mich verschlägt es aber in diese Richtung hier. Immer schön bergauf. Ja, und auch wenn man sich eigentlich gar nicht so für die Schornsteine interessiert hier oben, allein die Aussicht hier oben ist schon atemberaubend. Da hinten der Vermeldeturm von Koblenz auf dem Kühlkopf und der Rhein. Wenigstens auch keinen großen Vandalismus, weil das muss ja nicht sein. So, jetzt können wir hier das erste Mal die drei Schornsteine sehen. Ja, da werde ich jetzt mal hoch. Mal gucken, was da in der Zwischenzeit alles abgegangen ist. Hier gibt es auch so einen kleinen, man kann ihn kaum erkennen, so eine kleine Fußschneise in der Wiese, die direkt hier zu den Schornsteinen führt. Ich kann mich noch daran erinnern, was das vor einem Jahr ein Stress war, diese Teile hier zu finden. Die sind wirklich echt gut versteckt. Okay, das habe ich das letzte Mal auch nicht gesehen. Hier gibt es dann doch tatsächlich so ein Tor, welches natürlich zu ist. Das Schloss schon mega verrostet. Und hier gab es wohl auch früher mal einen Weg hoch. Ich glaube nicht, dass hier jemand groß mit dem Auto hochgefahren ist. Dafür liegen diese Minen schon zu lange still. Ja, und da könnt ihr den Eingang sehen, in den mächtigen Schornstein. Aber da natürlich auch
Betreten verboten. Ja, natürlich könnte man, wenn man wollte, auch da rein. Aber ich bin der Meinung, man muss sein Glück ja nicht zu sehr strapazieren hier. Da kann man dann schön die Rauchkanäle sehen, die hier von den Schornstein wegführen. Auf dem Schornstein steht 1910, auf dem anderen stand, glaube ich, 1888. Hey, das wollte ich noch wissen. Auf dem dritten Schornstein steht 1898, also 1888, 1898 und 1910. Es scheint hier doch zwei, drei Eingänge in diese Rauchgasschächte und in den Schornstein zu geben, zumindest von hier oben aus. Aber erstens alleine viel zu gefährlich. Und selbst wenn man mit mehreren Leuten das machen sollte, sollte man das wirklich abwägen, weil es ist, besteht wirklich Lebensgefahr. Und ja, das muss sich ja dann nicht unbedingt jemand antun, ne? Ja, da haben sie damals wirklich ein schönes Fleckchen ausgesucht, um die Schornsteine hier oben zu platzieren. Ja, danke, dass ihr mal wieder dabei wart. Falls euch das Video gefallen haben sollte, dürft ihr mich gerne abonnieren und auch mal ein Like da lassen. Ansonsten sage ich, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.